So, liebe Leute, weiter geht's mit dem Lied, was mit Hauptbiss wird. Und wir machen heute weiter mit den Racern mal wieder. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwo ein Event haben, was wir noch nicht gefahren sind. Hier wären Zeitfahren. Ich hab, haben wir nicht so viel, ne? Ja, Vorschau und Zeitfahren. Ultimate Roadcar. Okay, fangen wir damit erstmal an. Dass wir die zwei Events durch haben. Oh, wir haben ein. Was ist das für ein Auto? Ach, das ist ein Gordon Murray entworfene McLaren F8. McLaren ist es jedenfalls auf jeden Fall. Freue ich mich. Oh, gut. Da sah mich jetzt wegen zwei Läden aus, aber es war aber doch keiner. Aber ja, fahren wir mal. Der Bieter die vorgegeben, seine Medaillen zu gewinnen. Auf jeden Fall. 3 Minuten 8 braucht man für Gold. 3:46 ist die Mindestzeit, die wir brauchen. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Aber mal schauen. Na dann, los geht's. Insgesamt sind es 14 Kilometer. Keine Kondition, keine Zeit, keine Kondition, sondern wir können nur durchgehen, okay. So, wir haben noch 16,5 Kilometer, wir haben noch ungefähr eine Minute. Das war mir fast klar, dass man so weit rauskommt, dass man da unbedingt noch ein SUV hinpacken muss. Fühlt sich das wie beim Laden in einem Bus und Zeit leid. Da kommen 9 Kilometer noch. Der Flak wird nicht mehr, ne? Glaube ich, gar nicht möglich, um Gold zu fahren, das Ding. Ja,
Ja, es dauert alles immer noch, bis wir das irgendwann freigeschaltet bekommen. Ach, das ist... Okay, ja, es ist serienabhängig. Okay, na, alles gut, dann macht das Sinn. So, dann fahren wir noch ein Duell und dann sind wir durch. So, auf jeden Fall haben wir schon mal das Ding durch. Es ist gut, dass es serienabhängig ist, dass diese Events und nicht irgendwie, weil wir auf Gold fahren müssen. Weil manche Rennen, ich weiß nicht, manche Rennen so wirklich auf Gold machbar sind. Ich weiß nicht, wo ich davon noch 10 Sekunden auf 20 Sekunden aus, wenn das Sekunde. Naja, lieber Bauer, wollen wir los mit dem Haus der 14,5 Kilometer Zeit. Oder einfach nur ein kleines Duell hier über den alten Spargel. Egal, da ist kein Platz, aber trotzdem drücken wir uns da noch irgendwie durch. Kann gar nichts machen, jetzt ist der, jetzt zieht hier gerade hier vorbei und zieht mir dann auch noch weg. Ich zieh 3 Sekunden mit der Wette dahinter, also ich komme überhaupt nicht hinterher. Ich habe noch 4 Sekunden, also ich sehe das. Weil ich ziehe mir jetzt auch noch weg, also. Das kann man nur 9 Kilometer jetzt noch. Solange ich jetzt ein bisschen Glück habe. Warum auch immer die Lenkung da aufgeht. Also das kann doch nicht sein, dass den Typ schon wieder an der Backe habe, Alter, die vor mir hat. Natürlich! Du musst da mit einem Auto um die Ecke kommen! Letzter Kilometer bis zum Ziel. Womit abbiegen wir noch in Führung? Weil wir den gerade eben noch mitgenommen haben, im Unfall, ja, gewinnen wir das Ding auf Gold.
Ja, da haben wir das schon. Dann sind wir heute durch für die Phosphie. Die haben wir das Auto noch erhalten. Und zwar dann, ein Yacht, zweiter. Cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weil bei dem einen haben wir das Auto, der ja, das heißt mit Roadcar, das haben wir ja geschafft. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten, mit den nächsten Events. Bis dahin und tschüss.